Nun kommen wir zum System in Segelform. Es ist ideal, wenn man eine bestimmte Anlageleistung erreichen möchte, jedoch nur wenig Platz auf dem Dach zur Verfügung steht. Das System in Segelform kann mit zwei Neigungen installiert werden, 5 Grad und 11 Grad. Wie bereits gesagt, ist das Segelsystem ideal, wenn nur wenig Platz auf dem Dach zur Verfügung steht. Mit der Neigung von 5 Grad kann man bis zu 6 Reihen fortlaufend installieren, ohne Zwischenräume zwischen den einzelnen Reihen. Mit dem Neigungswinkel von 11 Grad lassen sich bis zu 3 fortlaufende Reihen ohne Zwischenräume installieren. Es handelt sich um ein vielseitiges System, denn man muss nicht unbedingt die gleiche Anzahl Module in allen Reihen anbringen. Wenn wir zum Beispiel Hindernisse wie Schornsteine, Dachfenster, Klimaanlagen haben, kann man das Panel so anbringen, dass man das Hindernis umgeht. Es handelt sich also um ein Modularsystem. Die Beschwerungen können im Segelsystem auch einzeln verwendet werden, um Beschattungen aufgrund besonders hoher Brüstungen zu vermeiden.